Grundsätzlich ist es so, dass ein Teil dieses Ammoniaks in die Kanalisation geraten ist. Es wurden vorsichtshalber Anwohner, die an dieser Kanalisation wohnen, evakuiert. Die befinden sich momentan in der Betreuung. Messungen haben ergeben, dass hier kein weiterer Dampfaustritt besteht an diesen Kanaldeckeln. Des Weiteren wurde der Kanal jetzt so weit abgedichtet, dass keine Gefährdung für öffentliches Gewässer besteht. Die nächsten Einsatzmaßnahmen werden jetzt sein. Das wird aber momentan von der Einsatzleitung geklärt, die Kanalschächte abzudichten, sodass kein weiterer Dampf mehr aufsteigen kann, und diesen Kanal dann gezielt zu spülen, um das Ganze in der Kläranlage in den Griff zu bekommen. Es war offensichtlicher Ammoniakgeruch wahrnehmbar, und es wurde dann auch entsprechend das Alarmstichwort erhöht. Und wichtig war natürlich, um die Bevölkerung zu warnen, was dann auch geschehen ist, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Wir haben diese Warnung aber weiterhin aufrechterhalten als reine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben jetzt insgesamt 250 Einsatzkräfte vor Ort. Das teilt sich wie folgt auf: in ca. 150 Einsatzkräfte des Rettungs- und Sanitätsdienstes, ca. 150 Kräfte der Feuerwehr, und wir haben Fachberater vom Technischen Hilfswerk auch da und natürlich auch die Polizei. Wir haben insgesamt 4 Verletzte zu verzeichnen, wobei sich nur einer derzeit in stationärer Behandlung befindet. Wenn jetzt hier eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden kann, jetzt in Absprache mit der Kläranlage, mit dem Wasserwirtschaftsamt, wird dieser Kanal nachgespült, und in der Kläranlage, wie gesagt, haben sie das dann relativ gut im Griff. Und wenn dieser Kanal dann gespült wird, dann kann es natürlich sein, dass das immer noch etwas nachriecht, hier aber keine Gefährdung mehr besteht.